So, Freunde, grüßt euch. Ich habe ein besonderes Video für euch vorbereitet. Viele von euch mussten den abgeben, um den zu bekommen. Darum soll es in diesem Video gehen. Hat es Vorteile, wenn man diesen Pass wieder zurückhaben möchte? Hat es Nachteile? Und wie funktioniert die ganze Geschichte? Das werdet ihr in diesem Video erfahren. Also bleibt dran. Einen wunderschönen, hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, auch Grüße an die neuen Abonnenten. Vielen Dank, dass ihr den Kanal abonniert habt. Ich nehme Bezug auf einen Kommentar aus dem vergangenen Video, und zwar vom Özvatan. Ich tue ihn euch mal unten einblenden. Und zwar hat er gefragt, ob ich das neue reformierte Staatsangehörigkeitsgesetz der BRD kenne, das seit dem 27. Juni in Kraft ist. Ja, natürlich kenne ich das. Die Doppelstaatlichkeit bzw. die Mehrstaatlichkeit ist jetzt zulässig und viele können jetzt ihre türkische Staatsangehörigkeit mit ruhigem Gewissen wieder zurückholen. Ich blende euch mal eine Nachricht entsprechend ein. Das wurde so kommuniziert, dass die Konsulate jetzt sich darauf vorbereiten, dass halt sehr viele, die ihre Staatsangehörigkeit aufgrund des Erwerbs einer ausländischen Staatsangehörigkeit abgegeben haben und wieder erlangen möchten. Also die bereiten sich dementsprechend vor. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, wie das genau funktioniert. Zuerst wäre vielleicht die Frage zu klären, macht es Sinn, sich die türkische Staatsangehörigkeit wieder zurückzuholen, ja oder nein? Ich sage mal jein, jein. Ihr könnt auf jeden Fall den zweiten Pass haben, ihr könnt ihn auch mit ruhigem Gewissen beantragen, natürlich könnt ihr das. Ich würde es machen, gut, ich habe ihn ja, ich habe beide, von dem her ist alles gut. Würde ich das machen, wenn ich Deutscher wäre oder Türkdeutscher in Deutschland leben würde und damit den türkischen Pass zurückholen? Ich denke mal, ich würde das auf jeden Fall machen, weil es ist immer gut, wenn man mehr als einen Pass hat. Mein Nachbar Konstantin ist bei der vierten Staatsangehörigkeit dran. Der hat einen russischen, der hat eine türkische Staatsangehörigkeit, der hat die israelische und die armenische. Die ist auch auf dem Weg und dann will er noch weitermachen, der sammelt es halt. Ist so ein Hobby von ihm. Hat der türkische Pass Vorteile? Ja, wenn man im Beamtendienst arbeiten möchte und irgendwann mal dieses Land zu Tode regieren möchte, dann ist das Voraussetzung. Und natürlich zum Wählen. Wenn ihr Mavicard-Inhaber seid, dann habt ihr natürlich sowieso die Rechte, hier bleiben zu können, hier arbeiten zu können und so weiter und so fort. Wo ich vielleicht noch einen Vorteil sehen könnte, es gibt Vergünstigungen für Staatsangehörige, hatte ich ja schon mal in Videos angesprochen, wo dann gleich wieder irgendwelche Leute argumentiert haben, ja, die Ausländer, die werden ja alle verarscht und abgezogen, die zahlen ja das Doppelte. Nein, die zahlen den regulären Preis und die Einheimischen, die auch theoretisch hier Steuern zahlen, zahlen einen ermäßigten Preis. Also da hätte das einen Vorteil. Ein anderer Vorteil, der mir spontan einfällt, damals, als ich mich bei BTC Türk registriert habe, ist eine Kryptobörse hier in der Türkei, ich glaube auch Sponsor der türkischen Nationalmannschaft. Da haben die keine Mavicard genommen. Also Mavicard haben die nicht genommen. Du musstest entweder Ikamet haben oder TC Kimlik, ganz normal. Dann konntest du dich registrieren. Das war wohl nicht programmiert. Ansonsten würde mir jetzt spontan nichts einfallen, warum man die türkische Staatsangehörigkeit sich wiederholen möchte, außer dem Gefühl wegen. Also ich würde es auch aus diesem Grund machen, so nach dem Motto, ja, man kommt nach Hause zurück. Quasi bildlich gesprochen, dass man sagt, okay, ich reise in das Land ein und lege meinen türkischen Pass hin, weil ich bin Türke und ich reise in die Heimat und nicht den deutschen Pass und eine Mavicard. Das wäre jetzt für mich so ein Grund, was man machen könnte, der für mich logisch ist und nachvollziehbar. Quasi, man kommt nach Hause, hat aber den Schlüssel nicht. Und wenn man den Schlüssel hat, kommt man halt zu Hause rein. Ihr wisst, was ich meine. Das wäre für mich halt ein Grund, der nachvollziehbar ist, wie gesagt. Ansonsten würde mir keiner einfallen, außer man ist unbedingt scharf drauf, sich an den Wahlen zu beteiligen. Ansonsten würde mir, wie gesagt, keinen Grund einfallen. Der türkische Reisepass ist auch sehr günstig im Vergleich zum deutschen. Der deutsche kostet 60 Euro umgerechnet, der türkische 180. Also ist ein bisschen günstiger quasi. Ne? Nächste, das ist meine Meinung auf jeden Fall dazu. Wir schauen uns mal an, wie die ganze Geschichte zu beantragen geht. Und dann seht ihr auch, wo das geht, wie das funktioniert. Und dass es eigentlich relativ simpel ist. So, auf der Seite consuluslook.government.tr angekommen. Werdet ihr diese Startseite vorfinden und dort geht ihr ganz einfach auf, jetzt müssen wir selber mal schauen, Vatandaşlık, Staatsangehörigkeit. Dann geht ihr direkt auf das erste, Yeniden Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurusu. Da könnt ihr dann drauf gehen, das könnt ihr euch jetzt selber mal durchlesen auf der Seite. Ich werde das jetzt nicht mit euch durchsprechen, da stehen die Hauptinformationen. Da stehen besondere Notierungen. Und dann könnt ihr hier direkt das Formular downloaden. Klickt ihr drauf. Könnt ihr jetzt direkt runterladen. Ich habe nur kein Word, also ihr braucht Word. Ich habe das Formular mir auf dem Handy angeschaut.
ist ein ganz normales Formular. Du musst ein Vormeldeformular machen. Die Gebühr sind 5 Euro, also für dieses Vormeldeformular. Der Pass, wie gesagt, der kostet mehr. TG, Kimlik, die kostet Sniffus, der kostet nicht so viel. Ich glaube 180 Lira, 200 Lira oder sowas. Und ihr habt ja natürlich einen Fragenkatalog, also alle möglichen Fragen, die euch vielleicht auf der Seele brennen würden. Die könnt ihr dann hier euch anschauen. Wo man die Staatsangehörigkeit von einem Ausländer und so weiter und so fort. Mehrstaatlichkeit und so weiter und so fort, was mit den Kindern passiert, alle möglichen Sachen. Wie gesagt, schaut euch das mal an in Ruhe und dann wisst ihr auf jeden Fall mehr als vorher, denke ich mir. So Freunde, jetzt habe ich euch gezeigt, wie ihr das Ding wiederbekommen könnt. Wenn ihr mögt, könnt ihr das gerne machen, könnt ihr mir mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob es für euch Sinn macht, ob es für euch keinen Sinn macht, ob ihr da Bock drauf habt oder ob ihr das vielleicht sogar schon gemacht habt. Gib mir auch gerne Themenvorschläge, wie jetzt zum Beispiel Özvatan. Wenn es passt, werden die dann natürlich auch entsprechend umgesetzt. Bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin habe ich Ehre. Ciao, Leute.